Erstens ein paar persönliche Wörter auf Deutsch. Dann etwas mehr philosophisch, die ich leider mit ausreichender Genauigkeit nur auf Englisch sagen kann. Es freut mich sehr, diese Ethikpreis zu bekommen. Ich finde es eine tolle Idee, dass die Giordano Bruno Stiftung abwechselnd einen Preis für Ethik und einen Preis für Religions- und Ideologie geben wird. Das zeigt ganz klar, dass wir säkulare Menschen nicht nur auf die Kritik der Religion, sondern wirken positiv. Um die Welt zu verbessern. Wir suchen eine bessere Welt für alle Menschen und für alle fühlenden Wesen. Ich finde es recht passend, dass die Giordano Bruno Stiftung und Dr. Michael Schmidt-Salomon selbst die Vergabe dieses Preises verteidigen müssen gegen den Widerstand der, ob sie es zugeben oder nicht, nehmen ihren ethischen Standpunkt aus einer religiösen Weltanschauung. Schade nur, dass ich nicht glauben kann, dass Giordano Bruno selbst im Himmel sitzt und das alles beobachtet. Er hat es sicher als eine gute Witz genommen. Insgesamt aber gratuliere ich die Stiftung und Dr. Schmidt-Salomon, dass sie den Mut hatte, mir und Paolo Cavalieri mit diesem Preis zu ehren. Weil ich noch nie zuvor eine solche Ehre in Deutschland erhielt, akzeptiere ich diese Auszeichnung im Namen, nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen meiner Eltern, Cor und Ed Singer, die 1938 als Flüchtlinge Wien verlassen müssten, um ein neues Leben in Australien zu bauen. Und im Namen meiner Großeltern, Albert und Philippine Singer, die 1941 aus Wien nach Lodz deportiert und später bei Chełmno durch Abgasser eines Lastwagens ermordet waren. Auch im Namen meines Großvaters, David Oppenheim, der in entsetzlichen Umständen in Theresienstadt starb, und meine Großmutter, Amalia Oppenheim, eine der wenigen, die 3 Jahre in Theresienstadt überlebt und daher nach schrecklichen Erfahrungen ihrer Enkel in Australien endlich kennenlernen könnte. Im Mai 1940 hat David Oppenheim in Wien einen Brief an meine Eltern in Australien gefasst, in dem er schrieb: Wenn der Makrokosmos sich anschickt, in unverantwortlicher Herrlichkeit bei den armen Knecht hinweg zu rollen, so mag ihn noch das Bewusstsein trösten, dass die Drehung, die seinem knechtischen Dasein ein Ende macht, nicht die letzte sein wird. In Deutschland hat diese Zeitenwende offenbar längst stattgefunden und die heutige Preisverleihung in der Deutschen Nationalbibliothek stellt es auch unter Beweis.